So Leute, willkommen zurück zu Fußballmanager 15-16. Und wir waren hier stehen geblieben, kurz vor dem Spiel gegen Ingolstadt, also unserer englischen Woche gegen Ingolstadt und gegen Mainz. Bevor wir anfangen, wurde mir in den Kommentaren gesagt, ich soll doch mal nach Griezmann gucken. Ich habe eben nochmal nach Tielemans geguckt, ich kann es mir nicht merken, ob der hier drin ist oder nicht. Griezmann wäre, glaube ich, Antoine Griezmann hier, der ist erst 27, das heißt, er würde sogar noch passen in die Mannschaft, aber er ist ziemlich teuer. Er ist extrem teuer. Ich glaube, wir müssten dann ungefähr so 40 Millionen für ihn ausgeben, im Moment. Ja, locker so. Weiß nicht, wenn wir ein bisschen tricksen und die das annehmen würden, befinden wir uns hier so bei 43 bis 45 Millionen Euro. Ich weiß nicht, ob das drinne ist. Also da müssten wir auf jeden Fall einen großen abgeben. Wenn nicht sogar Aubameyang für viel Geld verkaufen. Wenn das drin ist. Um Griezmann dann tragen zu können innerhalb der Mannschaft. Weil ich weiß nicht, ob das wirklich drin sein wird. 45 Millionen. Ich wollte noch ein paar andere Transfers machen nächste Woche. Die Mannschaft generell nächste Saison. Die Mannschaft generell ein bisschen jünger gestalten. Ich habe auch schon das Blickfeld ein bisschen überarbeitet mit Kandidaten für nächste Saison, die man sich dann mal angucken kann. Sind auch einige teure dabei. Aber zum Beispiel er hier, Guilherme, der ist auf jeden Fall ein großer Kandidat für die nächste Saison. Oder hier so andere Leute, auch hier er, finde ich, ist auch ein gutes Talent. Ist auch noch nicht so teuer. Torwart, ne, kann man auch mal auf jeden Fall, wie viel müssen wir für ihn bezahlen? Ja, auch wahrscheinlich so 15 Millionen für ein Torwarttalent. Kann man auf jeden Fall mal machen. Wir kriegen ja auch noch ganz viele junge Spieler wieder. Vielleicht können wir für ihn, also von denen dann noch den einen oder anderen verkaufen. Aber müssen wir halt mal gucken, ne? Wir gehen jetzt aber direkt rein ins Spiel gegen Ingolstadt, denn ich möchte heute gerne beide Spiele unterkriegen. So, Kashunga wird gedoppelt, Jung deckt Paulsen und Gündogan deckt Lex. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder im Spiel gegen Ingolstadt. Bis gleich. So Leute, willkommen zum 24. Spieltag. Ich glaube, das ist heute das Nachholspiel, das verlegt wurde. Gegen Ingolstadt. Reus lässt direkt mal Sakai auf der linken Seite aussteigen. Hält drauf, aber der Ball prallt vom Außenpfosten zurück. Schade, schade. Hatte Reus direkt mal eine gute Option. Ja. Wir sind immer noch Erster. Wir liefern immer noch eine hervorragende Saison ab und ich hoffe, das bleibt auch erstmal so. Marco Reus kommt bedrängt von Morales zum Kopfball. Verfehlt aber das Tor um einige Meter. Jetzt mal eine Chance für Ingolstadt durch Morales. Verlängerte einen Einwurf per Kopfball zur Mitte. Kashunga aus 13 Metern. Aber trifft nicht. Ja, wir spielen überwiegend mit flachen Flanken. Hat sich der Textmodus immer noch nicht gemerkt, dass es sowieso jedes Mal so ist. Kruse setzt sich im 16er gut gegen Romain Brugerie. Brugerie, bekannt aus Van Bergen Let's Plays. Ja, wurde aber auch nichts draus. Polanski zupft Leitner kurz am Trikot, der fällt. Also gelbe Karte für Polanski wegen Trikotzupfen. Ziehen, tun. Hübner kriegt jetzt auch nochmal eine gelbe Karte wegen der Tätigkeit gegen Kruse. Guter Angriff von uns, Kruse. Ist da viel zu unkonzentriert. Sein schwacher Schuss geht klar am Tor vorbei. Schade. Kruse, schade. Ecke von links, Polanski. Ganz schön wild im Strafraum geht's zu. Da wird gezogen und gezerrt. Am Ende Lex. Ein Trikottest von Hummels am Boden. Winkt ab. Das Leben ist kein Ponyhof. Ja, tja. Mal eine sehr gute Chance für uns jetzt. Leitner, halblinke Position. Eine große Chance. Ist alleine vor Nyland. Scheitert jedoch am gut reagierenden Keeper. Ja, schade. Da hatte Leitner mal wieder eine sehr, sehr gute Chance. Ja, noch eine kleine Chance für uns. Rodriguez mit einer Ecke. Einfache Aufgabe für Nyland. Kommt einige Schritte heraus, schnappt sich das Leder mit beiden Händen. Alles klar.
Ja, die Noten sehen nochmal wieder sehr gut aus im Mittelfeld. Jung macht auch wieder ein gutes Spiel. Kruse und Aubameyang auch gut dabei. Reus auch. Mkhitaryan lässt wieder zu wünschen übrig. Aber naja. Da müssen wir echt mal gucken in der nächsten Saison. Weil Mkhitaryans Leistung gefällt mir echt überhaupt nicht. Elfmeter. Klares Foul an Rodriguez. Aubameyang macht Elfmeter. Und läuft an. Tor natürlich. Kam jetzt etwas spät die Reaktion, weil ich gerade nach rechts geguckt habe auf die Noten. Oh, Leitner kriegt einen neuen Schuh. Da verletzt sich Benjamin Hübner wegen einer Oberschenkelzerrung. Jo. Jetzt kommt Martip rein. Marvin Martip. Für den verletzten Hübner. Konterchance für uns. Aubameyang läuft jetzt alleine auf Nyland zu, schießt. Aber Nyland erreicht den Ball mit den Fingerspitzen und hat ihn dann sicher. Glanzparade vom Keeper hier. Ja, das kann Aubameyang auch besser und sicherer. Schade. Ja, natürlich so. Polanski, Ecke, Kashunga. Rücklage irgendwie aufs Tor, aber Benaglio ist zur Stelle. Und wehrt den Ball mit einer Schauspielerei ausgelegten Parade zur nächsten Ecke ab. Nächste Ecke. Benaglio kommt hinaus und fängt die Ecke sicher. Ja, ist gut. Ja, ich weiß halt noch nicht, ob wir wirklich mit dem Kader, den wir jetzt gerade haben, obwohl es halt überragend läuft, dann auch so in die nächste Saison gehen werden, weil der Kader ist mir persönlich eigentlich viel zu alt. Aber er ist halt eingespielt und das merkt man auch. Sie spielen halt extrem gut zusammen alle. Einige Spieler werde ich auf jeden Fall behalten, aber ich denke, ich will nicht sagen, es gibt einen Umbruch. Es wird keinen Umbruch geben. Ich werde vielleicht einige, ein, zwei Leute verkaufen, ein, zwei junge Leute dazu holen. So. Und vielleicht halt noch einen, ich nenne es mal Königstransfer machen, wo wir dann viel Geld für ausgeben. Aber da müssen wir halt abwarten, was wir für Budgets haben nächste Saison. Die dann hoffentlich höher ausfallen werden als diese Saison, weil wir sind ja auf dem besten Weg, Sachen zu gewinnen. Ne? Währenddessen haben wir hier eine Ecke, die aber von Morales geklärt wurde. Nochmal Leitner, spielt sehr mannschaftsdienlich auf Mkhitaryan. Aber schade, Mkhitaryan verzieht, hat heute überhaupt kein gutes Spiel. Aber Hummels auch nicht. Hummels ist auch nicht so da gerade. Aber dafür Sokratis aufmerksam und hat auch eine gute Note. So, wir haben Halbzeit. Ich würde sagen, wir gehen einfach so weiter. Auch wenn ich gelbe Karten zur Halbzeit immer so ein bisschen tricky finde, aber wir gehen einfach so weiter in die zweite Halbzeit. Wir haben ja gut gespielt. Im Moment noch 1-0 nur. Ich kann gar nicht sagen gerade genau, sind wir denn... Ja, wir sind aber spielbestimmt. Aubameyang auf der linken Seite setzt sich durch, lässt Sakai einmal stehen, läuft alleine auf Nyland zu. Gefährliche Gabona schießt den Spitzenwinkel, muss sich mächtig strecken, kann zur Ecke ablehnen. Ja, Nyland wieder mit einer extrem guten Note, er hat 1 wieder. Also bei uns können die Torhüter echt mal zeigen, was sie drauf haben. Nächste Ecke von Rodriguez wieder. Morales gewinnt das Kopfballduell im Zentrum. Allerdings auf Kosten einer weiteren Ecke. Rodriguez, Kruse kommt bedrängt von Brigerie zum Kopfball, verfehlt das Tor um einige Meter. Schade. Nächste gute Chance. Gündogan läuft quer. Schaut einen Pass demonstrativ fast in Richtung mit... Mittelkreis, Lauf von Kruse. Na. What the fuck, ey. Nyland zeigt ja echt, was er drauf hat. Plumpe Grätsche gegen Aubameyang. Gerade von Martip. Ah, hatte Glück, dass der Schiri nicht auf den Punkt gezeigt hat. Nochmal ein guter Angriff von uns. Kruse ist da viel zu unkonzentriert. Und der Schuss geht weit am Tor vorbei. Also im Moment ist irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, die Leute, die sind zu unkonzentriert im Moment bei uns auf der Seite.
Doppelpass von Leitner und Aubameyang. Ideenreiche Mittelfeldspieler, kommt zentraler Position zum Schuss. Herrlicher Heber, Leitner überlistet, damit Torhüter. Oh, der Ball fliegt Zentimeter über die Latte. Ach Gott. So, jetzt sind unsere Spieler voll konzentriert. Wir lassen unsere Leute mal aufwärmen. Reus setzt sich auf der linken Seite nochmal durch. Flankt auf Gündogan. Der kann den Ball nicht richtig kontrollieren und Nyland geht dazwischen. Lex senzt Gündogan im Tiefflug von den Beinen und kriegt dann Gelb wegen groben Foulspiel. Wir werden mal Mkhitaryan auswechseln. Dafür kommt Santi Mina rein. Jetzt kommt auch Philipp Bargfrede rein. Auf unserer Seite kommt halt Santi Mina für Mkhitaryan. Kruse geht auf den Flügel ab, wird bedrängt. Schuss aus 25 Metern, etwas übers Tor. So, jetzt ist Santi Mina drin für Mkhitaryan, der heute nicht gut gespielt hat. Ja, mal gucken, was er kann. Mal gucken, was er zeigt. Jung hat auch nachgelassen jetzt. Ja, Ingolstadt wechselt eher defensiv. Nächste gute Chance für uns. Schöne Kombination von Dortmund. Gündogan zu Hummels. Der weiter auf Reus. Letzterer kommt im Strafraum zum Flanken. Sakai hat aufgepasst und klärt zur Ecke. Ja, muss man aber auch sagen, das macht die Abwehr extrem gut, ey. Wir wechseln jetzt als nächstes mal Sokratis aus für Ginter. Ja, Aubameyang wurde gerade von Martip noch ganz knapp am Kopfball gehindert. Ging knapp nur vorbei. So, jetzt kann Ginter erstmal... Oh nein. Wir haben eine rote Karte, oder? Wir haben eine rote Karte. Gelb-rot. Wir müssen die Aufstellung umstellen, oder? Ja, faul. Ja. Gut, damit ist Dings raus. Das heißt, wir wechseln Kruse aus. Kruse geht nach hier hinten. Und dafür kommt Piszczek rein. Weil ich möchte gerne, dass die Abwehr stabil bleibt. Und mit einem Stürmer weniger schaffen wir das trotzdem noch. So, das heißt, wir wurden jetzt gezwungenermaßen dazu gezwungen, uns unsere letzte Auswechslung zu machen. Ja, Kruse kriegt eine gelb-rote Karte. Kruse. Wie heißt denn jetzt? Jung kriegt die gelb-rote Karte, dafür kommt dann Piszczek rein für Kruse, wollte ich sagen. So. Und wir spielen in Unterzahlen. Immer noch 1-0, nur für uns. Die Fitness oder die Frische von unseren Leuten sieht aber dafür noch gut aus. Vierer Abwehrkette ist trotzdem noch am Start und ja, jetzt kommt es halt auf unsere Hinterleute an. Oh, jetzt kriegt auch noch Hummels die gelbe Karte, der auch nicht mehr ganz so frisch ist. Nächste Chance, Santi Mina darf es auf rechts flanken, findet Aubameyang. Der gebundene Nationalspieler dreht geschickt um Suttner, unhaltbar aus 9 Metern ab. Doch der Torhüter zeigt einen sensationellen Reflex. Tja. Nyland hält echt Ingolstadt heute im Spiel. Ey, das ist echt krass. Wir haben jetzt schon die 7. Ecke im Spiel. Nyland kommt heraus und hat die Ecke sicher. Also wenn die den Torhüter heute nicht haben würden, dann sähe das hier ganz, ganz anders aus. Eieiei. Also das ist heute echt... verrückt gegen Ingolstadt. Sakai schießt beim Abwehrversuch seinen eigenen Mann an, damit unfreiwillig zu Leitner. Martip schaltet blitzschnell, wirft sich dazwischen Ecke. Nächste Ecke. What the fuck? Kriegen ja eine Ecke nach der anderen. Rodriguez mit der 8. Ecke. Komm schon, irgendwann muss es mal klappen. Suttner klärt. Dann gewinnt Martip einen Zweikampf gegen Santi Mina und befördert den Ball vor den Strafraum in die Füße von Ginter, der ihn annimmt und entschlossen abzieht. Gündogan steht in der Schussbahn. Fällt den Ball mit der Hacke ab. Nyland chancenlos. Oh nein. Oh nein. Ja, in der 92. Minute wird die Ganga Drauer von Ingolstadt. Aber Schlusspfiff, wir haben gewonnen. 1-0, obwohl wir am Ende voll überlegen waren und voll viele Chancen hatten. Und naja.
ja, wenn man sich das mal so anguckt, wir waren auf jeden Fall überlegen. Und ich würde sagen, wir sehen uns nach Bericht wieder. Bis gleich. Ja, nach dem Bericht, Leute. Aubameyang heute mit dem einzigen Tor durch den Elfmeter. Ja, nicht zuletzt durch Nyland, der Ingolstadt da überragend im Spiel gehalten hat. Also, selten so eine gute Torwartleistung gesehen. Der hat heute echt Dinger gehalten, die eigentlich unmöglich gewesen wären. Und Hasenhüttl sagt, wir haben uns heute viel vorgenommen, deshalb bin ich sehr enttäuscht, dass wir verloren haben. Und ich habe gesagt, je mehr man sich verbessert, desto besser ist das. Ja, kann man so sagen. Ja, Köln hat 2:1 gegen Bayern verloren, habe ich gerade gesehen. Gündogan zum 12. Mal in der Mannschaft des Tages. What the fuck, ey. Gündogan rastet echt aus. Auch einer der Kandidaten, die auf jeden Fall bleiben werden. Ja, wir waren heute sogar die beste Mannschaft, hatten 19 Chancen. Muss man erstmal schaffen. Ja, und Aubameyang trotzdem 38 Tore. Ja, Leitner verbessert sich wieder weiter. Der wieder, glaube ich, eine 1 gehabt jetzt in dem Spiel. Es ist echt verrückt, was der Junge hier an Leistung bringt. So, gehen wir weiter Richtung Mainz. Fußballer des Monats, wen haben wir denn? Aubameyang. Ja, Aubameyang ist Fußballer des Monats Februar geworden. Also, damit würde ich auch sagen, haben wir auf jeden Fall ein paar Kandidaten auch in unseren eigenen Reihen, die, wenn die Leistung so bleibt, nächstes Jahr auf, ich würde sogar sagen, dass sie Weltfußballer-Niveau, also auf jeden Fall zur Auslosung können. Leitner und Gündogan beide in Hochform. Leitner auf 19 und Gündogan auch auf 19. Krass, ey. Gündogan ist auf 89 gerade. Uiuiui, armes Mainz. Das kann sich echt anziehen. Warm anziehen, wollte ich gerade sagen. Nicht anziehen. Anziehen sollten sie sich sowieso, aber die können sich echt warm anziehen. Ja, durch die gelb-rote Karte jetzt wird Piszczek in der nächsten Startaufstellung sein. Eigentlich ja jung. So, dann. Ich würde sagen, lassen wir Santi Mina mal spielen. Nein, nicht Pereiro, sondern Santi Mina. So, spielt Santi Mina mal. Was wird da denn gerade gemacht? Ein Vertrag wird verlängert mit Aubameyang. Ich mach das lieber mal selber. Er kriegt eine Freigabe über Abstieg. Eine Option für den Verein ist nicht drin. Wir machen hier mal ein bisschen höher. Nächster Anteil vom Verkauf kriegt er 10%. Machen wir mal so. Das in der Regel spielen. Obwohl, weißt du was? Wir machen das einfach mal so, wie die vorschlagen. Sagen ihm, du bist Stammspieler. Und verlängern mit ihm. 3 Jahre mit Aubameyang verlängern ist okay. Kann man machen. Auf jeden Fall vorzeitig nochmal verlängern. Wenn wir ihn denn dann nächste Saison verkaufen würden, würde uns das nämlich nochmal mehr Geld bekommen. Mehr Geld geben. Und seinen Marktwert dementsprechend noch steigern. So, dann würde ich sagen, ohne viel Rumgelaber, gehen wir jetzt direkt rein ins Spiel gegen Mainz. Denn heute will ich echt mal 2 Spiele in eine Folge reinbekommen. Sonst wird wieder gemeckert, dass ich zu wenig Spiele in die Folge bringe. Wir reden gerade nochmal schnell mit allen. Dries Mertens. Ich wünsche dir für deine Zukunft alles Gute. Er geht ja am Saisonende. Ich habe schon wieder vergessen, wohin. Santi Mina, nee, Subotic, nee, Mkhitaryan, nee, was hat er denn, er muss seine Ziele herabschrauben, Torschützenkönig wirst du ganz bestimmt nicht, Kruse hat seine Ziele, können wir zu irgendeinem noch sagen, möchte einen langfristigen Vertrag haben, Birki, ich weiß nicht, plan halt nächste Saison mit einem neuen Torwart. Auch einem jungen Torwart, der dann vielleicht sogar Stammspieler ist bei uns. Deswegen ist das vielleicht mit Birki nächste Saison dann auch schon vorbei bei uns. Deswegen bin ich da gerade mal ein bisschen vorsichtig.
Okay. Was hat Mkhitaryan jetzt eigentlich für... Da. Möchte einen langfristigen Vertrag, will Meister werden, möchte im Training gefordert werden. Ist doch... Passt doch. Ja, haben wir noch mal ein bisschen was in der Mannschaft getan. Trotzdem spielt Santimina. Mkhitaryan auf der Bank. Genauso wie Şahin. Ich will einfach jetzt die Leistung von Leitner und Gündoğan mitnehmen. Deswegen spielen die jetzt auch gegen Mainz. Dann machen wir schnell mal die Taktik. Und dann wird das zwar eine Folge mit extremen Überlänge, aber ist ja egal. Kümmert ja nicht so. Oh Gott, die haben den Lord. Die haben den Lord Bendtner. Und Wuschelkopf-Neustädter. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder gegen Mainz. Bis gleich. So Leute, willkommen zum 25. Spieltag. Englische Woche bei uns läuft. Erstes Spiel haben wir knapp gegen Ingolstadt gewonnen, obwohl wir echt überlegen waren, aber da war der Torwart halt übertrieben. Wir starten hier direkt mit einer guten Chance von Gündoğan und Kruse. Und springt der Ball ins Tor. Sehr cool. Kruse erstmal zum 1 zu 0 in der zweiten Minute, nachdem er die Kugel einfach an den Innenpfosten gehämmert hat und der Ball ins Tor rollt. Sehr cool. 1-0. Zweite Minute. Nächste gute Chance für uns. Leitner hat aus 24 Metern viel Zeit. Kann sich die Ecke aussuchen. Entscheidet sich für die Tormitte. Dort steht, welche Überraschung, der Torwart. Ja, welche Überraschung. Nächste Chance. Kruse aus der Drehung, aber verzieht. Jetzt mal ein Pisscheck, grätscht am Ball vorbei. De Blasis flankt ins. Boah. Flankt innen vors Tor, wollte ich sagen. Bendtner kommt zum Kopfball. Aber der Lord macht ihn nicht. Weiter Einwurf von Santimina. Fast schon eine Ecke. Leitner verlängert. Aubameyang. Eine Winzigkeit schneller als Yoshida. Der Ball geht am Innenpfosten unerreichbar für den Torwart über die Torlinie. 2 zu 0 Aubameyang. Ja, das geht ja schon gut los hier. 11. Minute steht es 2 zu 0 für uns. Schön, schön. Angefangen alles mit Santimina im zweiten Tor mit seinem weiten Einwurf. Ne? Sowas eröffnet manchmal Möglichkeiten. Sehr cool. Ja, und apropos, heute hat Deutschland gespielt im Achtelfinale gegen die Slowakei. 3-0 gewonnen. Habe ich nicht gesehen, das Spiel. Das einzige Spiel, das ich nicht gucke, gewinnt Deutschland 3-0. Alles klar. Aber ich finde es eh nicht, muss ja mal gestehen, ich bin eh nicht so wirklich für Deutschland. Ich bin eher so für Wales oder Irland. Irland ist ja leider rausgeflogen. Habe ich auch schon gehofft, dass sie das schaffen. Aber Frankreich war halt dann mit Griezmann und Co. zu stark. Naja. Aber Wales ist wenigstens weitergekommen, ja. Und jetzt bin ich mal gespannt auf morgen. Da spielt ja direkt schon Spanien gegen Italien. Wenn ihr das seht, ist wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie lange geht denn die EM noch? Bis irgendwann im Juni. Ja, doch. Aber bis ihr das seht, ist schon viel weiter weg. Wieder. Ich glaube, das hier müsste die Folge, Samstagsfolge sein. Also, ne? Eine Woche nach dem Spielen quasi. So, währenddessen machen wir, während ich hier mal ein bisschen rumlaber, machen wir hier gut weiter. Ja, da hatte Aubameyang gerade nochmal eine Chance, nachdem er ziemlich überraschend den Ball bekommen hat. Aber Mathenia, keine Ahnung, bügelt den Fehler da aus, den der Verteidiger begangen hatte. Reus setzt da schön nach. Yoshida verschätzt sich, macht den Weg frei für Reus. Wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung. Ach. Schade, schade. Hat der Schiri den Angriff unterbrochen. Mainz ist bemüht, aber hier gelingt gar nichts. Wir haben einen Gang zurückgeschaltet. Haben wir eigentlich nicht. Leitner kriegt eine gelbe Karte. Ja, hier passiert das meistens, bevor das hier gezeigt wird. So, keine Nachspielzeit wird es geben. Krass. Hat man auch nicht so oft, dass es gar keine Nachspielzeit gibt. Ja, unsere Innenverteidigung ist heute ein bisschen meh. Aber naja. Die Stimmung ist schon wieder sehr gut. Es freut mich. Wir gehen weiter. Aber wie sollte die Stimmung auch nicht gut sein? Ich meine, wir sind mehr als im Soll, finde ich.
Nochmal eine sehr gute Chance. Gündogan passt auf Rodriguez. Der leitet auf der linken Seite sofort zu Kruse weiter. Und dieser überwindet den Keeper Mathien. Doch er befand sich schon im Abseits. Und das Tor zählt nicht. Schade. Er hätte Kruse fast sein zweites Tor diese Partie gemacht. Aber da kommt direkt eine Großchance. Gündogan schickt Kruse wieder. Der legt auf Aubameyang ab. Toller Diagonalpass. Findet den Gabuda Marco Reus im Strafraum. Der spielt einen Querpass auf Kruse in die Mitte und dieser schiebt locker ein. Keine Chance für den Torwart. Und da hat Kruse sein nächstes Tor. Über eine wunderschöne Kombination von der halben Offensive. Sehr schön. Sehr, sehr schön, sowas zu lesen oder zu sehen. 3-0 für uns hier gegen Mainz, die auf dem letzten Platz sind und gegen uns spielen müssen. Ja, ist dann nicht so einfach, glaube ich. Yoshida versucht zu klären, aber tut das auf Kosten einer Ecke. Kommt wieder Rodriguez mit seiner Ecke. Rodriguez schlägt den Ball hoch auf den Elfmeterpunkt. Torwart weiß nicht, was er tun soll. Kruse kommt zum Kopfball. Verfehlt das Tor um wenige Zentimeter. Schade, schade. So, 60. Minute. Wir lassen unsere Leute aufwärmen, wie immer. Nächste Chance. Leitner setzt sich gegen Tonge durch. Zweikampf durch, zieht ab, Kruse zieht ab und zwingt den Torwart Mathenia, keine Ahnung wie der heißt, ich weiß nicht wie er ausgesprochen wird, verdammt, zu einer tollen Parade. Okay. Gündogan spielt Kurt im Strafraum aus, schießt aus 12 Meter und Mathenia klärt mit dem Fuß. Ich werde mal gucken, wen wir auswechseln werden. Ich denke, ich werde diese Partie wieder auswechseln, wer halt ein bisschen nicht so fit ist. Ich wechsle mal Leitner aus mit der gelben Karte. Ist mir das ein bisschen zu tricky. Vorher haben wir aber noch eine richtig gute Chance. Leitner mit einer Drehung am Strafraum in die Mitte. Technisch perfekt nimmt Mina den Ball mit. Läuft noch 2 Schritte, lässt den Torwart aus 7 Metern keine Abwehrmöglichkeit. Und Santi Mina macht sein erstes Tor in der Bundesliga. Sehr geil. Freut mich riesig für ihn. So, und wir wechseln jetzt mal Leitner aus. Dafür kommt Pereiro rein. Mal eine gute Chance. Abgefälschter Ball von Tonge. Fällt genau auf die Stirn von De Blasis. Der köpft genau in die Arme von Benaglio. Na gut, da kann man nichts machen. Da hatten sie mal eine gute Chance und da machen sie sie nicht. Aber jetzt kommt mal Pereiro rein für Leitner, der heute wieder eine gute Partie abgelegt hat. Nicht, ja, 1,5 ist mal wieder eigentlich eine sehr gute Partie. Ist eigentlich so, dass, ne, 1,5, da bewegt Leitner sich. Das ist Leitners Jagdgebiet, sage ich mal. Piszczek darf jetzt einen neuen Mann decken. Ja, Mainz nicht wirklich gut diese Saison. Wir gucken mal, wir wechseln mal Ginter ein für Sokratis. Jetzt war ich auf Sokratis drauf. Jetzt war ich, wenn jetzt wieder Hummels ausgewechselt wird, fangen wir zu kotzen. Ja, jetzt wurde Dings ausgewechselt. Wir sagen dann direkt mal Ginter, dass er hier mit Bendtner decken soll. Ja, und als nächstes weiß ich halt noch nicht, wen wir auswechseln. Gucken mal, wer halt jetzt müde wird. Ich denke, es wird, ich weiß nicht, ob ich jetzt Gündogan auswechsel oder nochmal Jackson Martinez reinbringe in der Offensive. Nochmal, aber wir sind 4-0 vorne. Ich weiß nicht. Nochmal eine sehr gute Chance hier. Rodriguez mit einer Ecke. Einen Tick zu kurz. Kein Problem für Yoshida, der auf Kosten einer weiteren Ecke klären kann. So, wir gucken jetzt gerade mal. Ja, wir wechseln mal Kruse aus. Dafür kommt Jackson Martinez rein. Und dann war das unsere letzte Auswechslung. Bringen wir nochmal einen zweiten Stürmer, also einen neuen Stürmer. Für Kruse, der heute auch ein hervorragendes Spiel wieder gemacht hat. Schade, da hat Aubameyang Kopfball leider verfehlt. So, jetzt kommt nochmal Martinez rein. Wir sagen nochmal Gündogan, dass er bitte ihn hier decken soll. So. Unser Joker ist mal wieder im Spiel. Vielleicht kann er ja noch ein bisschen was vorne reißen. Aubameyang
legt am Strafraum für Pereiro auf. Der zieht sofort ab. Doch Mathenia schnell unten in der Ecke. Und hat im Nachfassen die Kugel sicher. Gündogan heute wieder mit einer hervorragenden Leistung. Der ist wirklich unser Mittelfeldchef. Zusammen mit Leitner, aber ja, ich weiß nicht, wer von beiden. Eigentlich sind beide zusammen unsere Achse. So. 60 Sekunden wird nachgespielt. Wir haben nochmal eine Chance hier. Eine kleine Mina bedient Gündogan. Der versucht aus 24 Metern ins lange Eck. Mathenia ist aber auf der Hut und klärt zur Ecke. Dann haben wir jetzt nochmal die fünfte Ecke im Spiel. Leichte Beute für den Torwart. Das sollte es dann noch langsam mal gewesen sein. Ja, eine Minute Nachspielzeit hat es gegeben. Wir haben heute hervorragendes 4:0 rausgeholt. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder im Nachbericht. Bis gleich. So Leute, der Nachbericht. Wir haben heute wieder Mainz an die Wand gespielt, würde ich sagen. Mannschaft hat gar nichts drauf gehabt. Der Einzige, der was gemacht hat, war der Torwart, der wieder gerettet hat. Der auch gar keine so schlechte Idee ist. 26 Jahre alt, 78. Nicht so teuer, könnte man auf jeden Fall für nächste Saison als zweiten Torwart holen oder sogar als ersten Torwart, weil Benaglio wird ja langsam auch ein bisschen alt. Ja, wir haben immer noch unseren 4-Punkte-Puffer. Stimmen, der Ball war mal wieder rund und er wird es auch bleiben. Ja. Und Martin Schmidt von Mainz sagt, der Sieg für Borussia Dortmund war verdient. Meine Mannschaft konnte ihre Unsicherheit heute zu keinem Zeitpunkt ablegen. Sie hat alles versucht, aber mehr war nicht drinne. Ja, heute Kruse und Gündogan schon wieder in der Mannschaft der Woche. Krass. Krass, einfach nur krass. Teamleistung waren heute nur Fünfter leider. Ja, nur Fünfter und beste Spieler. Aubameyang hat wieder ein Tor gemacht und Leitner immer noch, ne, mit Gündogan. Sind noch die notenbesten Spieler der Liga. Leitner und Gündogan, dann Bruno, der Torwart von Köln. Und dann dicht gefolgt von Aubameyang. Und Nyland macht sowieso auch bei Ingolstadt ein super Spiel. Schon die ganze Zeit. Ja, würde ich sagen, gehen wir weiter. Guter Griff. Sensation, Sané, Bönisch. Echte Verstärkung. Mopai wird als echte Verstärkung bei Hamburg angesehen. Sehr cool. Der kommt ja auch nächste Saison wieder zurück. Dann können wir vielleicht Martinez wieder verkaufen und ihn halt mitnehmen oder Kruse verkaufen, was auch immer. Oder beide verkaufen, Kruse und Dings, obwohl ich Kruse ungern abgebe, weil er ist echt gut. Er ist verdammt gut. Auch wenn er echt jetzt nicht so, ne, gute Schlagzeilen hat. Aber dann würde ich erstmal sagen, war es das für diese Folge. Wir haben heute zwei Partien untergebracht. Die Folge hat auf jeden Fall Überlänge, was eigentlich meinen Standard angeht. Das heißt, vielen Dank fürs Zusehen und mehr gibt's dann in der nächsten Folge. Haut rein, bis dann, ciao!